Das war ein. Defeat the Boss inside the Dungeon habe ich immer noch nicht abgeschlossen. Das ist ein Schwert mit plus 10% Mana und Physical Crit Chance plus 10%. Das passt ja richtig auf Mage. Was passt auf Mage? Ich dachte, das Schwert hat plus 10% Mana und plus 10% Physical Crit Chance. Dann komm mal raus nochmal bitte. Oh. Ne, das war Leda, hä? Wo ist der Leon jetzt hin? Ich bin aus Versehen nochmal reingefallen. Reingefallen. Seems to be a treasure in the area. Was war das? X war das, ne? Nee, oder einfach aus dem Tal, genau. Danke. Aber es hat halt Physical Crit Chance, also Nahkampf. Was ist das für ein Fass? What the fuck? Hier, mit dem Schwert mache ich eh noch Nahkampf. Was ist das für ein Fass auf, was ich zu rollen? Außerdem, mein Schwert ist halt bald. Down. Huch! Wieso ist das ein Explosionsfass? Das habe ich doch ganz halt gefragt. Ja, hatte ich doch schon mal eins auf der Insel hier. Ach shit, das wollte, so wollte ich es aber nicht. Ich bin gerade einfach. Ist das dein Ernst, Lena? Ich bin einfach abgekratzt. Ich hatte wieder aufgehoben, ne? Bitteschön. Danke. Er hätte sie sterben lassen müssen. Was ist denn dieser Turm da auf der Map? Ich hab's auch markiert auf der Map. Warum wird es hier so dunkel auf einmal? Ach, so Nacht. Der Turm. Habt ihr das gesehen? Ist das blau oder was? Ne, das, ich hab, gelb ist mein Marker. Ja, okay. Das ist da hinten irgendwo, ne? Das ist ein Turm auf der Map, deswegen. Yellow, oder? Hatten wir schon mal. Und ich hab mal, Plaus, Heilding gefunden, wo man auch so Mana-Tränke herstellen kann. Oh, cool. Alter, ganz viele kleine. Wächst hier anscheinend. Oh. Hey, Gegner, aua. Dass man sich, also man macht sich ja selber gegenseitig keinen Schaden, ja okay, aber dass man sich gegenseitig wegdrücken kann mit den Schlägen, das ist ein bisschen, ja. Was soll das? Weil die einfach nur haufenweise Gegner sind, die sich durch die Gegend laggen. Oh, hier müssen wir hoch eigentlich. Oh ja. Wie kommen wir denn am besten hoch? Ich habe aus Breath of the Wild gelernt, immer an einer Stelle hochklettern, wo es nicht so hoch ist. Okay, ich komme gleich wieder. Also es ist manchmal so buggy, dass ich da auf einmal nicht mal hochspringe, sondern sie sich irgendwie einfach fallen lässt. Das ist super weird. Ja, oder dass ich an einer Stelle halt stucke und ich trotzdem Ausdauer verliere. Das ist so ein bisschen weird manchmal. Weil er gefühlt wie 10 Kilometer hochspringt. Ich glaube, du darfst nicht, wenn du springst, die ganze Zeit W drücken. Also ich habe einfach nur, dass ich wirklich die ganze Zeit die Leertaste gedrückt halte, bis ich halt am höchsten Punkt ankomme. Huch. Okay. Wart ihr das? Ich habe gewartet, bis alle da sind. Ich habe nichts gemacht. Ich bin noch unten, weil ich gerade nicht hochkomme. Ich habe mich auch daneben gestellt. What the fuck? Ja, runtergefahren. Toll. Was hat denn das jetzt gebracht? Nix. Irgendwas ist so Pier stand da. Oh, da ist ein Art Dorf da drüben. Aber wir warten trotzdem mal auf Marcel, würde ich sagen, bevor. Oh, jetzt läuft der automatisch. Was ist denn das Rote hier? Ah, das ist Kupfer, oder? Müsste. Und wo habt ihr neben gestanden? Nein, das ist Iron. Das ist ein Dorf hier? Ja, hier leben Menschen. Ich war gerade ein Tower, dem. Der dann runtergefahren ist, so wie bei Zelda, anstatt hoch, runter. Lock, lock. Ganz schön dunkel hier. Und die Texturen sind, oh, geil. Richtig gut verarbeitet drin. Ist hier überhaupt irgendwas drin? Nee. Nicht in die außer, Häuser dass rein. Die Texturen doch, halt echt rein. Nicht schön sind. Wo ist denn da eine Tür? Ach, da. Boah, dieses Vieh kann das mal aufhören rumzuschreien. Mann, Fuchsis, ey. Shit, nicht wirklich, oder? Lass das. Hör auf! Merchant mal bitte nicht töten. Du hast den doch angegriffen. Hä, ich hab die Fuchsis abgeschossen. Jetzt geht's wieder los. Blöde du. I'm an old man looking for Log. I want Log more than anyone. Hat jemand ein bisschen Holz? Ich hab Log dabei, aber der nimmt das nicht. Also ich weiß nicht wie. Kann man mit denen irgendwie handeln oder so? Also ich handle gerade mit dem, aber man kann hier nichts verkaufen. Man kann nur Buschaxen. Log, log. You give me log. Warte mal. Ah, der will, ja. Hab ich Holz mit?
Nee, leider nicht. Da, hab ich hingelegt. Auch bei Bäume, also, wenn ich das Problem. Aber ich kann mir das nicht geben. Wo ist denn das jetzt? Doch aufgenommen. Wie handelt ihr mit? Wie hast du mit dem gehandelt, Leon? Ach, jetzt. Einfach anquatschen. Ja, hab ich auch mal gerade. Jemand hat das nicht funktioniert. Aber jetzt hat's funktioniert. Nur einer gleichzeitig. Hm. Thank you. Was habe ich denn jetzt gerade bekommen? Blade of Growth. Ach, okay, wie hast du das jetzt ihm gegeben? Ich habe ihn angesprochen und dann ist so ein Handelsfenster aufgetaucht und dann konnte ich ihm das reinlegen. Hm. Auch noch ein bisschen buggy, hä? Huh? Vor allem hat er irgendwie alle genommen. Oh, nice. Lena hat alle ihr Holz versemmelt. Das ist ja wie in der richtigen Wüste, ey, dass es hier so dunkel wird. Tausend oder irgendwie tausend Holz gefühlt. Irgendwie ist hier auf dieser Insel auch nicht mehr, ne, gefühlt. Ne, einen Drachen gibt's halt noch. Oh, die kann man bestimmt auch headshotten. Dann ist das Spiel vorbei. Oh. Okay, das kann ich nicht abbauen hier, das. Warum sind hier zwei Loktypen? Sind Lokführer. Oh. Uff. Aber den einen kann ich nicht anquatschen. Habt ihr mitbekommen, dass hier oben noch ein Erz ist, was ich nicht abbauen kann? Alter, diese Lags sind so real, ne? Wo ist ein Erz, was du nicht abbauen kannst? Hier oben. Hey, wie kann Dungeon, ich das? Detected nearby. Du hast auch nur Titanium, ne? Als... Titanium, diese rosane... An die habe ich ja gar nicht. Davon ja, hochbauen? Rosane habe ich. Hier gibt es übrigens auch eine fliegende Insel, ne? Ja, deswegen meine ich ja hochbauen. Eigentlich kannst du da überall einfach nur deine Dinge abgeben. Ja, aber... Aber wir sind doch... Guck mal, was denn hier? Man kann hier auch noch weiterlaufen. Das ist actually Gold, ist das. Ich sehe hinten auf der Map, wenn ihr die Map aufmacht, unten rechts, sehe ich auch noch einen Turm. Habt ihr gesehen, was ich meine? Vielleicht muss man die alle runterfahren. Siehst du diese Türme? Ach, da, stimmt. Okay. Vielleicht muss man da alle runterfahren und dann kommt irgendwas. Hier oben ist noch ein Dungeon. Erstmal die Teile im Air abbauen. Dungeon? Ach, das ist der Dungeon von der Insel. Das andere waren halt nur Minen. Okay, das heißt, deswegen galt das auch mit den Bossen nicht so, oder was? Vermutlich, ja. Ich habe hier ein Goldohr, was ich nicht aufnehmen kann. Könnte einer ja, von euch? Ja, ich bin auf dem Weg. Ich kann das auch nämlich. Irgendwie hochkomme, irgendwann mal. Irgendwann. Müsste der Drache nicht hier oben sein? Ist er nicht hier oben gelandet? Nee, der ist hier einfach nur rumgeschoben. Wo ist hier Goldohre? Ich hab's aufgenommen. Ja, soll man dann den Dungeon machen, oder? Ja. Eine. Das sind coole Fuchsis, ey. Ach, das sind Wölfe, lol. Alter, ja. Diese Lecks, ne? Und weiter weg aus wie kleine Fuchsis. Fuchsis, Schmucks. Also sagt man nicht, dass es jetzt exakt das gleiche Dungeon-Layout Band, wie aus. Band. Ja. Sagt das gleiche Dungeon-Layout, oder? Ja. Small Spirits Veteran Small Fairies Dirk. Dirk mit Öl. Dirk! Ja, warte mal, es ist ein Schwert, glaube ich. Ich will den Dirk. Jo, ist es. Guckt euch das mal an. Ich will wirklich mal angucken. Ich meine, es ist immer von dem, immerhin von dem Dungeon hier. Ist er, da. Der anspruchsvolle Gegner hier. Der ist sich das cool. Ja, anspruchsvoll, wenn du 5000 Schaden machst, ist ja. Kommst du, Lena? Wie gerade extra mit einem Low-Bogen. Die Jungs rennen das schon sind und die weg. Gleichen Gegner. Das ist exakt der gleiche Dungeon wie auf der ersten Insel. Gut, dass es immer alles nur einen Dungeon-Layout gibt. Gleiche Hart. Gegner, alles gleich. Alles. Wobei, actually, sind das, glaube ich, die Gegner, die auf der Insel sind, also diese Goblins hier. Aber da ist auch so ein fliegender Wizard wie auf der ersten Insel, also keine Ahnung. Die Schamanen hier sind ein bisschen... auf damit zu casten. Wow. Hier ist wieder eine Feder bei mir. Magst du gleich, bevor wir reingehen, Heilung machen? Die habe ich cast mit dem bis jetzt nur 70, ne? Mit dem Heal Cast. Achso. Also da wäre es besser, wenn ihr euch selber erstmal heilt wieder. Kriegt man Cutdown Trees, wenn man Kisten kaputt macht? Das ist aber neu, das hat letztes Mal auch nicht. Ich schon. Okay, ich nicht.
doch basically ein Baum. Ach doch, aber hier sieht auch lustigerweise. Wurde das nachgepatcht eventuell? Oder falsch gepatcht? Das ist schon wieder der, ach, das ist schon wieder diese komische fliegende Tusse da. Können ja. wir? Ja, let's go. I see. Headshot! Oh, das war daneben. Komm runter und dann kann ich dich headshotten. Ah, ich bin dizzy. Ich glaube, die hat keinen Kopf. Ich habe vor allen Dingen doch, bei da, ihr... Da war der Kopf. Ich habe bei ihr vor allen Dingen auch wieder keine Lebensleiste gehabt. There's not enough space to carry this. Mal habe ich zumindest, keine Ahnung, knapp 300 Damage rausbekommen oder so. Yay. Ach, die kriegt man immer, wenn man hier das Ding aufmacht. Ach so, ja. Das sind ja wirklich Tapferkeits... Schweren. Boah, big, Alter, wie viel Scheiße ist da drin? Wie viel Schwerter vor allen Dingen auch? Das sind wie viele halt Fische? Literally nur Schwerter, die da droppen. Nee, stimmt, sie hatte gerade eben den Bogen. Hatte ich dir ja gegeben gerade, Leon, der getoppt ist. Ja, gut, aber das war ein Kupferbogen, also... Ja gut, da keine guten Bögen drin sind, kann ich mir auch nichts für. Der Fisch! Ich kann den Fisch nicht mitnehmen. Der auch nicht. Der hinter. Der und haben. Das ist ein Amberjack. Der Jack. Ich drop mal die ganzen Schwerter, die ich gesammelt habe. Warte mal kurz. Da steht doch vor allem, da steht ja auch Defeat the Boss in zwei welcher, welchen der Boss denn? Ja. Das ist ein Schwert, ja, das ist ein Schwert, Boss. Das ist ein Schwert. Das bitte ist schön, richtig, dass es das Schwert heißt. Und noch ein Schild. Viel zu viele Schwerter, ich hab selber noch ein paar Zweihander. 130, 200. Warum heißt das Zweihander? Obwohl es Einhand ist, oder was? Nein, aber das heißt alles auf Englisch. Im Englischen heißt es auch Zweihander. Echt? Hier, das hier ist ziemlich gut für dich, Marcel. Da. Ansonsten packe ich die alle wieder ein und verkaufe die halt. Bench is long, gigantic, ah. Ja, okay. Alles klar, deswegen wollte ich, dass du es kriegst, okay. I got you. Ah, ist das Alter, jetzt hier dieser. Alter. Das ist ja jetzt hier dieser komische Schuss da, ne? Fires Arrow. Oh, hey, Shots that deals devastating damage. Devastating klingt sehr gut, das würde ich haben. Nolans Laden hat geschlossen. Danke für Ihr Interesse. Als ob! Das ist doch nicht devastating, das ist doch Busted. Der hat an dem Ding gerade 10.000 Schaden gemacht. Können wir zwei Gruppen bilden? Leon ist eine Gruppe und wir? Mann, der kostet 60 Mana und hat 20 Sekunden Cooldown, aber wenn du damit einen Boss in den Kopf schießt, dann ist er tot. 60 Mana kostet der und hat nur 20 Sekunden Cooldown? Ja. Ich könnte dir meine Cooldowns mal um die Ohren hauen, du. Ist halt wirklich so. Wir sollten einfach alle Bogenschützen werden. Nein! Und dann machen wir das alle, dann one-shotten wir alle. Alles. Das Privileg ist bei mir. Ja, wenn man halt sonst im Leben nichts erreicht hat, hast recht. Privileg, warum genau werde ich denn immer direkt gedisst, wenn ich mich dafür entscheide, Bögen zu... Marcel, halt die Fresse! So, mal da drüben hin, wo mein Marker ist? Ja, okay. Ja, ich bin noch erst gesprungen. Ja, aber ohne Marcel, bitte. Da ist der Drache. Ja, ich drehe bestimmt nochmal um. Ich bin jetzt oh fuck, das reicht von der Ausdauer her, aber nicht darüber, ne? Autsch. Oh. Ja, klar, greif ruhig an. Ist okay. Ja, ist auch noch ein Dungeon, aber der Drache ist halt... Ja, ich springe erstmal hoch, ne? Nein, das reicht. Oh mein. Wow. Ja, Brudi, tschüss. Kurz davor. Danke. Ja, ist halt heftig, ne? Haha, heftig. Ja, der macht Schaden. Ja, ich komme an den nicht dran. Ich kann nicht casten. Warte. I'm on my way. Ja, okay. Lauf halt in der Luft, hast recht. Chill mal. Ja, das sehe ich genauso. Nee. So. Wo ist der? Da ist der. Okay. Ja, okay, ein Feuerstreifen für Damage von ihm. Ja, let's go. Okay. Der Aimshot ist durch ihn durchgegangen. Escaping Trial begun? Oh, der ist Boss-Level. Also, der ist rot. Ich habe diesmal auch keine Health Bar. Der hat ordentlich Leben. Also, ich habe eine. Warte mal, ich versuche ihm gleich mal einen Aimshot auf den Kopf zu geben, wenn er wieder runterkommt. Mit genau. Berserker an. Ich fliege mit ihm hoch.
Wo ist er? Der kommt runter jetzt. Oh Gott. Okay, jetzt ist... Hä? Er landet und fliegt straight weg. Ja, ist ein bisschen... Okay, bleib jetzt. Ich wollte mich gar nicht heilen. Mist. Boy. Okay, ich habe gar nicht genug Mana, um einen Aimshot zu machen. Das ist natürlich unlucky. Komm. Achtung. Kann man den denn treffen, ey? Hör mal, auf der Glitch halt richtig hart durch die Gegend. Das ist ein Explosive-Fass. Fast gespawnt. Oh doch, der kriegt gut Damage, wenn man ihn headshottet. Das Explosive-Fass. Oh Gott, ich guck gerade viel zu sehr auf das, was ich drücke. Ganz ehrlich, ich benutze meine Skills gar nicht, weil die größtenteils eh einfach nur Kacke sind. Ja gut, ja. Ich muss hier in den Fernkampf, weil Nahkampf hätte ich gegen dir keine Chance. Warte, wie hat man Sachen repariert? Inventar öffnen. Ach, man kann die Taste auch einfach gedrückt halten, dann repariert er das Ding. Okay. Oh. Wie viel Leben hat er noch? Hälfte. Na, das geht ja eigentlich. Der hat super viel Leben. Ich habe den schon ein paar Headshots reingedrückt. Er hat sich geschafft zu landen. Ja, das dachte ich auch gerade. Okay, ist der echt sein Leben gefallen, Alter? Der Scheißbusch hat den. Den Damage für ihn genommen. Willst du nicht verarschen? Der glitscht halt so hart durch die Gegend, wenn der fliegt. Wenn er läuft, alles an der Existenz dieses Drachen ist glitchy. Raising aber Panda, wunderschön, wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust. Hallo, hi. Panda. Hallo. Oh, das ist der Headshot. Uhuhu. Shit. Ich muss die ganze Zeit gucken, weil ich für Tasten nicht drücke, das ist ein bisschen dämlich. Alter, ja, WTF, glitch halt weniger. Gut und selbst, soweit geht's auch ganz gut, dankeschön. Goddammit. Man kann den von hinten headshotten, ich werd nicht mehr. Ich bin jetzt wenig Mana für den Rest. Alles klar, kann jemand mich aufheben? Wo bist du? Ich weiß nicht, ob ich genug Mana habe, aber ich versuch's. Ich kann's nicht. Achtung! Danke. Oh! Jetzt muss ich halt warten, bis mein Mana gerackt ist. Ja, Lena, jetzt habe ich. Ich habe 180 Sekunden Cooldown drauf. Ich respawne. Ich meine, laufe deutlich schneller zu euch als zu wieder. Ja, ich meine, meine Mana-Web ist dann auch wieder recovered für den Spell, aber ansonsten. Alter, Schwede. Boah, der glitscht aber auch. Das gibt mir mehr auf den Sack als alles andere. Ja, geh weg, wenn ich Gruppenheilung mache, Marcel. Hast recht. Ja, versuch doch nicht. Achso, er macht einfach den Stein kaputt. Ja, hat er einfach den ganzen Felsen kaputt gemacht. Okay. Und steht auf dem Kaktus, oder was? Ja, tut er. Jetzt ist er runtergeheben. Ist er wieder hochgefallen. Ich hab halt leider. Ich kann nichts mehr machen. Meine Mana ist zu low. Meine Mana Regeneration ist noch man zu trifft kacke. Man trifft den mit Pfeilen auch fast nicht, weil der so hart durch die Gegend glitscht. Mein Bogen ist schon wieder kaputt gegangen. Oh Mann, die Haltbarkeit von diesen Gegenständen, ey. Komm mal zu mir. Achtung, Leon, ich glaube der. Wollte er auf jeden Fall gerade machen. Er hatte Interesse an dir gefunden, kurz. Aber er ist gleich kaputt. Er hat wirklich. Hä? Okay. Komm, ein Headshot noch. Ein Headshot noch, Mann. Jetzt bleib doch mal. Ist der jetzt tot? Ja, ich hab ein Level abbekommen. Kann man nicht? Ich wollte gerade sagen, also dafür, dass er tot sein soll, ist er noch relativ lebendig. Okay. Ich stehe auf ihn drauf. Er hat aber wirklich nicht mehr viel Leben, der hat nichts mehr, basically. Fitzel. Null. Jetzt habe ich gar keinen Mana mehr. Geil. Ich mach ihm halt null Schaden gerade. What the fuck? Das ist gerade noch ein Pass gespawnt. Der ist actually tot. Ja. Ja, er tot. Kriegt keinen Schaden mehr. Er ja, ist wie? Tot, aber er ist nicht tot. Ja, er kriegt keinen Schaden mehr, er ist tot. Okay. Er macht doch nichts mehr, siehst du ja. Außer ja, Wirbel. Kann man die nicht looten oder so? Scheinbar nicht. Der ist scheinbar buggy. Er macht nämlich nichts mehr. Also er ist tot.
Ja, er ist wirklich tot. Oh Mann, super Spiele. Diese Wirbel haben halt auch legit keinen Effekt. Nö, der ist ja tot, aber... Aua, tot, okay, ist... aber er... Das macht Schaden. Ah, stimmt, der macht wirklich noch Schaden. Okay. Sehr weird. Seems interesting. Ich krieg auch noch meinen Berserker und meinen Life-Rack-Buff von ihm. Oh, jetzt ist er tot. Oh, ah, das hat, hat ein bisschen gedauert. Er hat das einfach nicht eingesehen. Ja, ich habe einfach drauf geknüppelt. Das ist ganze Items, die jetzt hier droppen, sind alle Dragon gesägt oder was? Ja, Dragon. Ich habe auch keinen Platz, das zu carryen, aber ich habe es wieder hochgeworfen. Okay, also wenn man daraus jetzt was craftet, dann gibt das plus 10% Attack, plus 10% M-Attack. Tetity plus 10, Stamina plus 20, überhaupt nicht aufnehmen. Movement Speed plus 5 und Price Rate plus 20%. Ach, jetzt hast du es, Lina. Gut. Ja, haben wir noch einen Dungeon vor uns, ne? Wo ist denn der? Hab ich markiert. Ah, ja. Hauptsache, der Tree zählt nicht zu Cutdown Trees. Wenn man ihn einfach nur schlägt. Hat jemand Holz? Kann ich mir hier irgendwo... Ja, da ist noch ein Tree. Escaping Trial, Beginner. Ah. Moment, ich bin hier gerade noch am Dingens gucken. Okay, das heißt, dass man da einfach entkommen muss, oder wie darf ich das verstehen? Einmal. Oh, ich will auch noch skillen, kurz Moment. XDDD, ja, wunderschön, der Drache hatte Last Stand, ja, anscheinend. Ich glaube, das passt. Ist eigentlich auch. Seid ihr schon drin? Nee, ich bin was dran gucken. Ich hab mir gerade wieder 1000 Pfeile, weil ich schon wieder irgendwie 200 verschossen hab. Weil der Drache ja komischerweise gefühlt 150 Pfeile nicht gefressen hat, weil sie daneben geflogen sind. Weil er nicht da war. Er hatte ja nicht nur Last Stand, sondern auch hohen Ping. Also, keine Ahnung. Warum sind die Gegner hier so glitchy? Aber auch im Singleplayer ist das so. Glitchen super hart rum. Ist halt merkwürdig, aber ich meine, gut, wie gesagt, Early Access, ne? Und dann ist Wisdom nicht super praktisch? Ja, hab ich mir gerade angeguckt, deswegen. Ich hab keinen Punkt mehr. Ich hab das jetzt okay. Meditation reingeskillt, aber also, das wäre jetzt, was ich als nächstes mache. Wollen wir da reingehen? Ja. Moment, muss halt noch dran. Ich bin noch. Was habe ich jetzt gegessen? Irgendwas rohes, egal. Ach Schatz, du sollst nicht immer alles in den Mund stecken, was du siehst. Okay. Sachen, die auf dem Boden liegen, sind bäh. Das Thema macht ihr, das klärt ihr selber, ne? Ja, dann lass mal in den Dings da reingehen. Ich krieg jedes Mal dann, Damage, wenn ich in den Dungeon komme. Da ist übrigens wieder Dingens. Was zum Aufpacken, Lena. Ja. Wie ist ein NPC? Ja. Aber die... Ist ja auch ein Escape Trial. Für Able to Escape. Ich hab keinen Platz mehr für das Claimer. Das ist ein Claimer mit Schriftzeichen. Okay. Na, was ist das jetzt? Ja, wir müssen schaffen zu escapen. Escape! Das heißt einfach, so, Monsterwellen ein überleben? Oder wie darf ich das verstehen? Ich würde schätzen, das ist ein Rätsel, oder? Kann das? Also hier vorne ist nix. Ja, kann man hier jetzt einfach die Wand einschlagen? Ist das eine unsichtbare Wand? Oh, wow, man kann durch die Wand einfach durchgucken. Wenn man seine Kamera reindreht. Da ist überall nichts hinter. Wir müssen da hoch. Das könnte... Ja, stimmt, da oben, ja. Aber die Ausdauer reicht auch niemals bis da oben hin. Kann man hier Sachen bauen hier drin? Beziehungsweise... Oh, also ich sehe schon den Finalraum übrigens, wenn man bis mit der Kamera rausguckt. Ja, oh Gott. Ja, das... Oh, Hilfe. Kann man sich hier auf diesen Bogen stellen? Das wäre natürlich kann man nicht. Ich bin tatsächlich durchgefallen. Ah, true. Okay, kann man hier Sachen bauen hier drin? Oh, fuck. Oh, apropos, das ist doch super einfach. Ich sehe auch den finalen Raum, wenn man an der Wand hängt. Wir brauchen Feuer, oder? Ja, wir brauchen einfach nur ein Feuer. Haben wir ein Feuer dabei? Ja, ich habe eins mit. Hier eins hinstellen. Meinst du, so hoch werden wir geboostet?
Ja, du kannst dich ja dann an die Wand stellen, wenn du oben bist. Au. Also an die Wand hängen. Okay, Lena. Aua, danke. Oh, fuck. Wir müssen... Okay. Bringt das so viel mehr? Nein, also es bringt mehr, aber... Ja, man kommt ja an dieser Kante nicht vorbei. Eben, die Kante. Voll. Ah, shit. Aua. Okay. Okay, wir versuchen es jetzt nochmal, aber Kramer bitte einmal in der Gruppe aufstellen. Okay, Marcel, macht das vielleicht Sinn, das Kämpfer ja auf die Treppe zu legen? Ja, weiß, vielleicht. Oh, jetzt wurde ich geheilt. Ja, jetzt hat es funktioniert. Ja. Hm. Oder muss man bis da oben? Warte, ich sammle es nochmal ein. Ja, mach mal höher, genau. Das meine ich ja. Oh fuck. Oh fuck, aua. Man kommt nicht. Man kommt oh nicht ja, bis... jetzt ist es richtig scheiße, sich da reinzustellen, ne? Oh boy. That was a boost. Doch. Bin drüber, das ist... aber jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Ja, eben. Ich hab das hinbekommen. Fuck, mir fehlt so, ein... so hoch komme ich, wie ich jetzt ein hier Sprung bin. Ein Sprung fehlt jetzt, ja. Ich werde sterben, wenn ich unten ankomme. Ja, glaube ich auch. Oh, man kann sich ganz langsam runterhangeln. Shit. LOL! Einfach erstmal einen Bug gefunden. Easy game. Ich suche auch gerade die ganze Zeit nach Scheiße, Orten, an denen man LOL! Kann. Da kommt man aber nicht rüber. Man kommt über diese Kante nicht rüber. Wie gut das ist, dass ich jetzt hier stehe. Ja, ja, du kannst da einfach stehen. Hier kannst du auch stehen. Ja, LOL! Aber wie soll man denn da rüber? Kann man? Ja, in der Säule? Okay. Excuse me, man kommt da nicht hoch. Man kann ja irgendwie stehen, warum auch immer. Wow. Weil kann man doch... Oh Gott. Ups. Excuse... Ja, wahrscheinlich glitschen wir uns ja gerade super hart hoch. Wie seid ihr überhaupt so hochgekommen? Ich, fuck. Mit dem Feuer. Oh, das ist ja, das weiß ich, aber bei mir passiert nichts. Okay, ich glaube, jetzt bin ich wieder unten. Oh ne, hier ist auch. Lena, alles gut, oder? Ich weiß nicht warum, verdient. Aber der hat gerade irgendwie so eine Sprungattacke nach unten gemacht. Verdient, sagt der hier im Boden am Schmutz liegt. Kommst du da hoch, Leon, irgendwie? Nee, man kommt an dem Rampen Ding nicht. Rampen bauen wäre einfacher. Ich dachte, man kann hier drin. Doch, man kann man doch die Treppe. Warum bauen wir keine Rampen? Jo, weiß ich nicht, weil... Guck mal, Lena. Weil, keine Ahnung, weil wir dafür das Zeug brauchen. Oder kann man die einfach so aus der... Ach, die kann man einfach aus der Hand bauen, oder? Ja. Oh, naja, dann sollten wir das vielleicht tun. Ich habe aber kein Holz. Kann man wie dreht man nochmal? Aber ist doch schade, dass man hier dann nicht... Oh. Man hier nicht einfach vorbeispringen kann. Man muss hier halt einfach wirklich Rampen bauen, weil es geht einfach... Du kommst einfach nicht... Oh, warte mal. Scheiße. Ja, ich war fast, ich hätte es fast geschafft, hätte schon ein Fitzel mehr Ausdauer gehabt. Naja, da kommt die Rampe. Die Resterampe. Die Resterampe mit Marcel. Wow, Lena baut die zwar gerade, aber hey. Hä, oh nein! Hörst du mich gerade? Erstmal Leon die Schnauze zubauen. Nein! Mit Double Jump kann man das auch ohne Rampe schaffen. Aber gut. Ich hab Double Jump, aber es hat auch nicht Jump. Aber wahrscheinlich noch nicht hoch genug geskillt. Man kann okay, jetzt Essen. Ja. Schwerter. Ich hab Bunny Jump und Double Jump. Der Fisch, Alter. Die droppen nur Fische! Pilaf. Okay, das Schwert kann ich nicht aufnehmen. Wir haben Platz, so viel Platz habe ich nicht mehr. Auch nicht. Ist ja immer gut zu verkaufen, eigentlich. Oh. Erstmal gegen die Wand lehnen und verschnaufen. Nee, ich hatte keine Ausdauer. Was hat denn, Alter? Ach nee. Was war das? Red Herb. Ist der Drache wieder gespawnt? Ja, aua. Ich hab's geahnt. Ja, dann können wir jetzt hier einfach verzwischen, oder? Ja, bitte. Ja, Frage ist halt nur, wohin. Ich sterbe sonst. Ich guck mal gerade auf die Map. In die Richtung ist ein Haus wieder, wo ich es markiert habe. Okay. Ausdauerregen und dann. Weil er fliegt halt einfach Marcel hinterher. Tut er halt wirklich, Marcel. Ja, ist gut. Und hier unten sind auch Gegner. Das sind diese Häuser? Okay, interessant.
Könnt auch einfach warten, ihr müsst nicht draufhauen. Ach, das einfach, aber einmal wieder gespawnt, genau mal im Elektrofeld, nice. Oh, zum Fick ist denn das wie auf Tor ist da hinten, da müssten wir... Wir können zu wo ist mein Turm. Marker? Oh, true, der Turm ist ja auch hier unten, gell? Ja, okay. Dann machen wir erst einen Turm, dann gehen wir wieder zurück wegen Inventar, mal ein bisschen... leeren. Voller machen, das ist mir noch zu leer. Ja.